herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wenn bei Ihnen so super schönes Wetter ist wie bei mir hier auch, dann haben Sie jetzt hier eine schwierige Entscheidung getroffen, sich eine halbe Stunde mit Mitarbeiter-Apps und Betriebsräten auseinanderzusetzen. Aber ich werde mein Bestes geben, dass das gut investierte Zeit ist an der Stelle. Perfekt. Also, ich sehe, der Ton funktioniert gut. Das ist sehr gut. Genau, jetzt an der Stelle, wenn es bei einigen jetzt der Ton nicht funktioniert, ist das eher sozusagen auf der anderen Seite. Hier scheint es gut zu funktionieren. Es ist bei mir 14 Uhr. Ich würde sagen, wir starten los in das Webinar. Mein Name ist Frank Wolf. Ich bin einer der Geschäftsführer von Staffbase und ich freue mich sehr, über das Thema Mitarbeiter-Apps und Betriebsräte heute zu sprechen. Wir haben das als Webinar-Thema aufgenommen, weil wir einfach diese Frage sehr oft hören. Ja, wie gehen andere damit um? Wie wird das da für den Einsatz mit den Betriebsräten besprochen? Was sind die typischen Themen? Was sind die Vorteile? Was sind die Fragen? Und was sind Tipps? Wie geht man damit um? Ja, das ist eine Frage, die wir seitdem auch sehr viel mit unseren Kunden besprechen und sagen, hey, wie habt ihr das gemacht? Und was sind denn da jetzt Erfahrungen, die wir auch aufnehmen können und mit anderen Kunden teilen können? Ja? Das heißt, zum einen will ich heute gern das davon berichten. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch Sie aufrufen, wenn Sie Fragen haben während des Webinars, gerne in den Chat mitstellen, dass ich werde mal so ein Auge mit drauf haben, dass die mit beantworten können. Oder wenn Sie auch Ihre Erfahrungen an der Stelle teilen wollen oder auch, ja, jede Art von Diskussionsbeitrag ist herzlich willkommen. Ja, das Thema ist an sich ist ein bisschen trocken. Deshalb, je mehr wir es hier zum Leben erwecken, desto besser auch für unser Webinar an der Stelle. Ja. So viel dazu. Bevor ich ins Thema gehe, nochmal für alle, die Staffbase jetzt nur kurz gehört haben oder keinen Überblick haben, ein 30-Sekunden-Überblick. Staffbase ist eine Kommunikationsplattform für Mitarbeiterkommunikation, in allererster Linie gestartet als mobile Plattform, die sehr gut auf Smartphones funktioniert, die aber auch am Desktop sehr gut funktioniert. Mittlerweile haben wir weit über 200 Kunden, vor allem im größeren Großkundenumfeld, Kunden, die sehr verteilt sind, die in mehreren Ländern sitzen und die das Bedürfnis haben, mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren, auch wenn die heute keinen Zugriff auf Intranet haben oder auf E-Mail haben in dem Umfeld. Letzte Woche ist dazu was ganz Erfreuliches aus unserer Sicht noch passiert. Der neue und schon sehr renommierte Award für interne Kommunikation Incometa. Dort wurde einer unserer wirklich tollen Kunden, die Deutsche Telekom, ausgezeichnet als beste Mitarbeiter-App des Jahres. Die Deutsche Telekom setzt Staffbase ein für die Service-Dialog-App. Also das ist eine App, die mehr als 10.000 Servicetechniker draußen im Feld verbindet und dort auch auf vielfältige Weise und sehr aktiv eingesetzt wird. Ja, also da freuen wir uns sehr drüber. Nochmal herzlichen Glückwunsch an das Projektteam von uns und wir sind sehr, sehr stolz auf diesen Erfolg. Die Telekom hat das Thema natürlich auch mit ihrem Betriebsrat besprochen und auch in ihrem Betriebsrat durchbekommen und das als Überleitung zu den vier Fragestellungen, die wir jetzt im Webinar besprechen wollen. Erstens, Basis natürlich, darf der Betriebsrat überhaupt mitbestimmen? Ja. Zweitens wollen wir uns anschauen, was sind denn die Argumente für eine Mitarbeiter-App aus Sicht des Betriebsrates? Also wie kann man das ziehen und wie kann man da eine Argumentation bauen? Drittens, was sind die typischen Fragen, die der Betriebsrat stellen wird und die er stellen muss? Ja, das ist auch seine Aufgabe. Und dann viertens, was sind denn jetzt Tipps für das Projekt? Also was sind ganz konkrete Dinge, die gut funktionieren, die wir auch bei anderen Kunden gesehen haben? Wenn wir uns als erstes fragen, darf der Betriebsrat mitbestimmen, dann ist das gesetzlich geregelt im Betriebsverfassungsgesetz. Da gibt es in Paragraphen 87, der Mitbestimmungsthemen regelt. Da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Es geht auch um Arbeitszeitthemen und Arbeitsinhalte und so weiter und so fort. Für so ein Thema
Mitarbeiter-App und das würde auch gelten für alle anderen Kommunikationsthemen. Sie haben das auch beim Intranet zum Beispiel, würden vor allen Dingen diese Punkte 1 und 6 hier in Frage kommen. Ja? Punkt 1 regelt grundsätzlich Fragen der Ordnung des Betriebs, des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Also hier geht es eher darum, dass man sagt, wenn man so eine App hat, ist denn jetzt plötzlich der Arbeitnehmer in irgendeiner Form verpflichtet, da reinzuschauen? Sind da arbeitsrelevante Informationen drin, Informationen, gibt es also eine Pflicht, das in irgendeiner Form zu nutzen? Das ist die eine Frage, die kommt aus dem Punkt 1. Und die andere Frage kommt aus diesem Punkt 6. Da geht es um dieses Thema technische Einrichtungen, die in irgendeiner Form dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung von Arbeitnehmern zu überwachen. Also das ist so ein Kernthema des Betriebsrats, dass man einfach sieht, wie findet Leistungskontrolle statt. Ist das transparent für den Mitarbeiter, wo und wie Leistungskontrolle stattfindet? Und an bestimmten Stellen ist es natürlich dann auch eine Diskussion, darf man das überhaupt? Ja? Im Fall der Mitarbeiter-App geht es hier vor allen Dingen, um schon mal so eine grobe Richtung vorzugeben, in beiden Punkten eigentlich, das zu zeigen und zu überzeugen, dass man sagt, es ist freiwillig und es findet keine Leistungskontrolle statt, in Kurzform. Also ist es eher eine Diskussion, dass man sagt, Achtung, diese Mitbestimmungsthemen sind im Rahmen einer Mitarbeiter-App hier gar nicht relevant, weil wir genau diese Themen hier gar nicht vorhaben. Aber wir sehen das gleich, wenn wir uns ein bisschen mehr im Detail reingehen, wie das im Einzelnen ausgestaltet ist. An der Stelle ist nochmal ein Hinweis ganz interessant. Wenn man jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mit dem Betriebsrat sprechen will, sondern sagen will, ich will das quasi. Ich will, dass es nicht mitbestimmungspflichtig ist. Dann ist hier ein Ansatz, dass man in dem Kontext sagt, wir machen diese Plattform mehr oder weniger öffentlich und das bedeutet, dass Mitarbeiter sich dort nicht einloggen können oder müssen. Ja? Und dann damit wird es ein zusätzliches Informationsangebot fast auf dem Level einer Webseite, die vielleicht auch viele Mitarbeiterthemen hat, aber wo man einfach sagt, das ist ein zusätzliches Informationsangebot des Unternehmens und Mitarbeiter können das machen oder nicht. Ja, also an der Stelle wäre das noch ein Ansatz, um dann einen ersten Schritt zu machen. Natürlich ist der Mehrwert in dem Umfeld dann nicht riesig hoch im Vergleich zu Mitarbeiter können sich einloggen, wir können Dinge personalisieren, wir können interne Inhalte zeigen und so weiter. Das an der Stelle die Überlegung hier. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, was sind die Argumente für eine Mitarbeiter-App und aus Sicht des Betriebsrats, dann sehen wir vor allen Dingen fünf zentrale Argumente. Das erste Argument ist das Zentrale der Gleichberechtigung, die ganz hoch auf der Agenda steht des Betriebsrats. Und hier ist natürlich ein sehr einfacher Fall gegeben, dass man sagt, bis jetzt haben wir in vielen Unternehmen viele Mitarbeiter, die überhaupt keine Chance haben, in Unternehmenskommunikation auf irgendeinem digitalen Weg zu bekommen. Die bekommen heute viermal im Jahr eine Mitarbeiterzeitung, sind damit deutlich schlechter und deutlich weniger aktuell informiert als alle anderen Mitarbeiter. Wir haben also einen riesigen digitalen Graben, den so eine Mitarbeiter-App schließt. Und ich habe jetzt mehrfach auch unsere Kunden gesehen, wo das Thema wegen der Gleichberechtigung auch klar aus Sicht des Betriebsrats kommt. Also wo der Betriebsrat eine Mitarbeiter-App forciert in dem Umfeld. Also das würde ich hier ganz klar als eine Top-Priorität in dem Umfeld sehen. Transparenz ist dann ein zweiter abgeleiteter Schritt. Wenn ich allen Zugriff erlaube, dann habe ich die Möglichkeit, auf diverser Ebene Transparenz zu erhöhen. Das fängt an mit normalen Unternehmensinformationen über Strategie, über Management etc. Geht weiter über lokale Unternehmensinformationen, was passiert an meinem Standort, was passiert in meinem konkreten Arbeitsumfeld, geht darüber hinaus auf so Themen wie sag mal, mein eigener Arbeitsplatz, also meine Services, wie ist mein Urlaubsstand, wie ist mein Zeitkonto, wie ist mein Überstundenkonto. Dort eine tagesaktuelle Transparenz zu schaffen, ist eine Möglichkeit, die man hier mit der Mitarbeiter-App plötzlich hat. Ne? Und das dritte Thema ist das ganze Thema persönliche Weiterentwicklung, Transparenz. Also was sind denn offene Stellen im Unternehmen, die für mich in Frage kommen würden? Was sind denn Entwicklungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten, die für mich in Frage kommen? Ja? Wie
Was sind andere Entwicklungspfade, die mir offen stehen und die ich in Anspruch nehmen kann? Und all das kann man jetzt für eine ganz andere Anzahl von Mitarbeitern tatsächlich auch zur Verfügung stellen. Teilhabe geht in das Thema Feedback vor allen Dingen rein. Das heißt, wenn ich jetzt heute von der Mitarbeiterzeitung ausgehe, dann ist die nicht interaktiv. Mitarbeiter haben wenig Chancen, in irgendeiner Form eigenes Feedback zu geben. Sie haben heute sehr standardisierte und sehr langsame Feedback-Kanäle wie einmal im Jahr eine Mitarbeiterumfrage oder ein betriebliches Vorschlagswesen. Aber ansonsten ist da nicht viel. Ja. Wenn man das digital macht, ist jetzt auch nichts Neues, dann ist es sehr einfach in dem Umfeld zu sagen, ich fange an mit Kommentaren, ich habe Likes. Ich kann einfach bei Teilhabe viel schneller auch als Redakteur sehen, was sind denn Inhalte, die alle interessieren, wovon bringe ich denn da mehr? Ja, also wo kriege ich einfach viel mehr Feedback in dem Zusammenhang? Und nicht zuletzt die ganze Thematik der Umfragen. Wenn ich Umfragen digital machen kann, wenn ich die in einem Kanal machen kann, den jeder verfügbar hat, dann kann ich viel öfter Umfragen machen, Umfragen auch viel kleiner, viel weniger strategisch machen. Und auch an bestimmte Zielgruppen viel öfter Umfragen herausgeben. Und ich habe so Dinge, dass ich ein Vorschlagswesen vereinfachen kann, dass ich viele unserer Kunden haben so Dinge, wo Mitarbeiter bestimmte Dinge fotografieren können. Das können Sicherheitsthemen sein, dass sie sagen, hey, oder hier ist eine Ecke ganz dreckig oder diverseste Dinge fotografieren und an eine zentrale Stelle senden. Ja, also Teilhabe geht auf ganz, ganz vielen Ebenen, die man hier mit abbilden kann. Mitarbeitervorteile, sehr interessantes Thema. Da geht es darum, dass ganz oft in Unternehmen so eine Mitarbeiterrabattprogramme im Einsatz sind. Und das können so Dinge sein wie Rabatte für ein Fitnessstudio, für bestimmte Supermarktketten oder für andere lokale Angebote. Ganz oft sind das Dinge, die der Betriebsrat organisiert und die der reinbringt. Das ist sehr, sehr überraschend und sehr interessant. Und an der Stelle ist es oft so, dass der Betriebsrat so ein Rabattprogramm dann am Start hat, dass man aber die vielen Mitarbeiter, die heute keinen Zugriff haben, die nicht am Schreibtisch sitzen, dass man das denen schlecht kommunizieren kann, dass man denen auch schlecht kommunizieren kann, was sind denn aktuelle da Angebote in dem Umfeld, wie kommt ihr überhaupt auf das Portal, wie ist euer Zugriff? Und das kann man damit sehr, sehr deutlich verbessern und vereinfachen. Und letzter Punkt, Information des Betriebsrats. Ein Betriebsrat muss heute viermal im Jahr über seine Arbeit berichten, steht auch im Betriebsverfassungsgesetz. Das macht er mit sogenannten Betriebsversammlungen. Die Betriebsversammlungen sind für einen Betriebsrat auch ein ganz wichtiges Instrument, um die eigene Arbeit darzustellen und sich auch, man wird ja gewählt und viele haben dann auch ein großes Interesse, da wiedergewählt zu werden. Das heißt, durchaus wie ein Politiker ist man da in der Position, wo man sich gut erklären muss, was tue ich, ja, mit meinem Mandat. Diese Betriebsversammlungen sind gerade in sehr verteilten Unternehmen, gerade in Unternehmen, wo sie in Schichtbetrieb sind, haben sie ein großes Problem, tatsächlich alle zu erreichen. Das heißt, der Betriebsrat selber hat ein Kommunikationsbedürfnis. Und wir sehen bei vielen unserer Kunden, dass der Betriebsrat, dass dieses Thema gut heißt, vor allen Dingen auch unter der Bedingung, dass er sagt, ich möchte einen eigenen Kanal haben, ich möchte selber über die App mit kommunizieren. Ja? Und dann ist das für einen Betriebsrat hier auch ein sehr wichtiger Grund, damit einzusteigen. Okay, sehr viele Gründe aus unserer Sicht, die hier dafür sprechen und die, denke ich, auch dazu führen, dass das für grundsätzlich, wenn man die Fragen, die wir jetzt gleich besprechen, wenn man die gut lösen kann, dass das für einen Betriebsrat ein Thema ist, mit dem er eher sich intern sehr gut positionieren kann. Zweiter Punkt, was sind denn die typischen Fragen des Betriebsrats? Und wenn es ein guter Betriebsrat ist, dann wird er die auch stellen. Ja, also das ist ja seine Rolle, die er hier wahrnimmt im Unternehmen. Und deshalb schauen wir uns hier mal einzeln die Fragen an. Ist das freiwillig? Erster Punkt und oft der wichtigste Punkt, der, wie wir das sehen, heute bei 99% unserer Kunden so gehandhabt wird, dass es freiwillig ist. Das ist auch speziell in dem Moment, wenn man sagt, wir erwarten, dass Mitarbeiter ihr eigenes Gerät mitbringen, dass sie ihr eigenes Telefon nutzen dafür, dann umso mehr wird es so sein, dass man da eine Nutzung nicht verpflichtend wird einrichten können. Ja? Die Freiwilligkeit
kann man, sehen wir manchmal, dass die nicht gegeben ist für bestimmte Zielgruppen. Also wenn man sagt, in der mittleren Führungsebene zum Beispiel, da haben die alle gemanagte Geräte. Und dann hat man bestimmte Anwendungsfälle, wo man sagt, die sind dort verpflichtend drauf. Wenn wir über alle Mitarbeiter sprechen, sehen wir das im Großteil, ist es immer freiwillig. Überwacht, jetzt denken wir an den Punkt 6, also technisches Gerät zur Überwachung und der Mitarbeiter, überwacht die App Verhalten und Leistung der Nutzer. Ja? Das tut sie nicht. Die zentrale Frage oder was der Betriebsrat hier gerne sehen möchte, ist, wie erlaubt denn die App, und da geht es jetzt vor allen Dingen um so Statistiken und das Backend, erlaubt irgendein Report in der App eigentlich Nutzerverhalten komplexer zu tracken? Und komplexer zu tracken heißt nicht, dass wenn ein Nutzer an einem Artikel einen Kommentar schreibt oder ein Like, das sieht man, dass das der Nutzer ist. Das ist für den Betriebsrat auch nicht weiter dramatisch, sondern was die nicht wollen, dass man das aggregiert machen kann, sondern dass man sagt, im Monat April war der Mitarbeiter insgesamt 13 Stunden in der App. Das ist eine typische Auswertung, die man hier auf keinen Fall will. Oder zu sagen, wer sind die Top-Listen, wer kommentiert am meisten überhaupt in der App oder wer schreibt am meisten oder solche Themen, das will der Betriebsrat hier nicht sehen. Aus dem Grund ist es auch, sind das alles Auswertungen, die man in Staffbase nicht machen kann. Und was man hier an der Stelle vor allen Dingen also tun muss, ist dem Betriebsrat das erklären. Das heißt, gar nicht theoretisch vor System setzen, sagen, hier, du kriegst jetzt mal die besten Adminrechte, die es gibt. Du siehst jetzt alles im System und jetzt gucken wir mal zusammen durch, was man da eigentlich machen kann und was eben nicht. Der dritte Punkt ist hier die Frage Zugriff nur über eigenes Smartphone. Das ist eine Frage, die fragt nach Alternativen, weil man hier davon ausgeht, wenn das Unternehmen die Plattform zur Verfügung stellt, da vielleicht auch wirklich tolle Inhalte drin hat. Und dann, Achtung, Thema Gleichberechtigung ist die Frage, wer kein Smartphone hat, sieht denn der auch diese Inhalte oder ist der jetzt ausgeschlossen? Ja. Die Antwort auf diese Frage ist, kann man verschieden machen. Die wichtigste Antwort aus unserer Sicht ist, dass wir auch eine Desktop-Version anbieten. Das heißt, Mitarbeiter können die Inhalte auch auf einem eigenen PC zu Hause abrufen. Sie können das auch oft gibt es Terminal-PCs in den Unternehmen. Das heißt, Mitarbeiter können sich da einloggen und Dinge da abrufen. Oder bis dahin, dass wir zum Beispiel auch einen PDF-Export anbieten, dass man wichtigste Inhalte einmal monatlich, einmal wöchentlich exportiert und als Download oder als ausgedrucktes Magazin anbietet. Ja. Also hier die Frage ist eigentlich, gibt es Alternativen zum eigenen Smartphone, wo die Informationen auch abgerufen werden können? Vierter Punkt, Abgrenzung Arbeit und Freizeit. Ein großer Teil davon ist schon oben abgehandelt bei dem Thema Freiwilligkeit. Was hier jetzt dazu kommt, ist so ein Spezifika der Push-Nachrichten, die man mobil ja versenden kann. Und hier will man einfach sicherstellen, dass der Mitarbeiter nicht regelmäßig und ständig auch außerhalb seiner Arbeitszeit Push-Nachrichten bekommt. Das wird in den meisten Fällen so geregelt, dass man im Rahmen einer Betriebsvereinbarung, das ist eine Zusatzvereinbarung, die man im Rahmen so einer Einführung mit der Mitarbeiter-App zwischen Betriebsrat und Unternehmen abschließt. In der Betriebsvereinbarung steht dann Regeln drin für die Push-Nachrichten. Also wir pushen nicht an Wochenenden, wir pushen nicht an Feiertagen, wir pushen nicht außerhalb der Kernarbeitszeit zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt eine typische Regelung, die man an der Stelle hier trifft. Ansonsten ist es auch so, dass der Charakter der Inhalte, das sind ja auch gerade Kommunikation, das sind Speisepläne, das ist ein schwarzes Brett etc. Da es nicht verpflichtend ist, sind das auch keine hochkritischen Unternehmensinhalte, so nach dem Motto, Achtung, es geht was schief, kommt bitte nochmal, zweite Schicht, kommt bitte alle nochmal rein. Ja, das ist typischerweise, also nicht typischerweise, wir sehen sowas nicht in der Mitarbeiter-App. Ja, also dieses Erreichbarkeit, ich bin jetzt unter ständiger Anspannung, ist ein Thema, was man viel mehr mit Themen wie E-Mail hat. Ja, also wenn man dem mittleren Management E-Mails gibt und die dann spät abends noch wichtige E-Mails bekommen, da ist wichtig zu trennen und sagen, die typischen Inhalte in einer Mitarbeiter-App sind völlig anderer Natur. Schutzpersonenbezogener Daten, das ist die fünfte Frage hier. Die geht darum, dass die Mitarbeiter-App, damit die Mitarbeiter sich da anmelden können, wir haben die irgendeine Art von
von Anmeldeinformationen, die Sie da reingeben können. Und dann hat man typischerweise Name, Vorname und vielleicht noch ein paar andere Daten über den Mitarbeiter, vielleicht von welchem Bereich er ist und vielleicht welche Positionsbezeichnung er hat. Die Frage ist hier, wird mit den personenbezogenen Daten des Mitarbeiters verantwortungsvoll umgegangen? Insbesondere auch, wenn man die an einen Drittdienstleister, wie zum Beispiel jetzt Staffbase, weitergibt. Ja? Und die Antwort hierauf ist ja, es gibt jetzt diverse Dinge, die man in dem Umfeld tut. Das eine ist, dass man dass man für so ein System das Prinzip der Datensparsamkeit anwendet. Das bedeutet, es gehen nur die Daten rein, die man wirklich dafür benötigt. Also wir brauchen keine erweiterten Informationen über zum Beispiel die Bankverbindung oder solche Dinge des Mitarbeiters gehören da nicht rein, sondern es gehört nur ein minimales Set an Informationen rein. Für den Übergang der Daten zu Drittdienstleistern gibt es sehr klar geregelte Abläufe, jetzt auch nach der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, wo man eine Vereinbarung über Auftragsverarbeitung von Daten abschließt und wir darin zum Beispiel als Dienstleister sehr klar darlegen, wie wir mit den Daten umgehen. Wir verarbeiten die nur im Auftrag des Unternehmens und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen wir zum Schutz dieser Daten hier ins Feld führen. Ja. Das ist normalerweise im Kern auch nicht primär Aufgabe des Betriebsrates, das alles zu prüfen. Das macht der Datenschutzbeauftragte. Der Betriebsrat wird sich hier nur versichern, dass das passiert ist und der wird einfach das nochmal verstehen wollen. Ja. Und gerade bei so einem Thema wie Mitarbeiter-Apps relativ neu, da wird man oft auch noch einfach mehr solche Fragen hören, wenn man sagt, wir wollen es nochmal genau verstehen. Ja, wie ist denn das jetzt? Und das ist jetzt, geht aufs private Telefon, greift ihr da irgendwie auf Daten zu von diesem Telefon etc. Ja, und das ist alles nicht der Fall. Gut, das sind die typischen Fragen. Und schlussendlich, wenn wir die geklärt haben, an der Stelle noch einige Gedanken und Informationen und Tipps, wie man das hier im Projekt mit berücksichtigen kann, was man dort an der Stelle sozusagen besonders, wenn man es gut machen will, hier mit reinbringt. Erstens ist jetzt ein alter Hut, sagt man immer, aber gilt hier auch wieder, Betriebsrat früh einbeziehen. Insbesondere würde ich hier das betonen, das Thema Schulung anbieten, weil es so ein neues Thema ist. Wir sehen so viele Aha-Effekte, wenn unsere Kunden und potenzielle Kunden zum ersten Mal die Plattform sehen und sagen, ah, jetzt verstehe ich das, da sind die Apps. Jetzt habe ich hier den Desktop und hier kann ich die Informationen einstellen, hier kann ich die Struktur anlegen. Das ist super einfach. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und genau dasselbe passiert dort in so einem Umfeld, wenn man da den Betriebsrat hier früh mit reinnimmt und wirklich einfach nur eine Schulung macht. Ja. Zweites Thema haben wir jetzt von diversen Kunden gehört. Die Betriebsräte sind auch Organisationen, die durchaus eigene und verschiedene Interessen haben. Sie haben auch oft die Situation, dass sie vor einer neuen Wahl stehen, dass sie da verschiedene Interessengruppen haben. Also wenn man da reingeht, macht es manchmal ganz viel Sinn, sich vorher ein bisschen zu informieren, steht denn da für welches Thema. Idealerweise kennt man den einen oder anderen aus dem Betriebsrat, redet mit dem auch vorher mal und bekommt so ein Gefühl, wieso da die aktuelle Interessenlage ist, wer vielleicht jemand ist, den man vorher schon mal abholt und vorher schon mal überzeugt und wie man sozusagen da ein bisschen vielleicht am Ende sogar mit Koalitionen spielt. In großen Unternehmen haben sie dann auch so einen Konzern-Gesamtbetriebsrat und sie haben lokale Betriebsräte. Da gilt das umso mehr. Ja, also da ist es sicherlich gut, das eine oder andere Mittagessen vorher mal zu investieren, um diese Lage zu verstehen und dann wird man das auch anders machen. Die meisten internen Kommunikatoren, gerade die, mit denen wir sprechen oder auch Intranet-Manager, die sind da unglaublich gut und die verstehen das auch sehr, sehr gut, weil die aus vielen ihrer Projekte dieses Grundverständnis mitgenommen haben. Ein weiterer Tipp, den wir sehr interessant fanden, ist, dass man die Frage stellen kann, wer stellt denn ein Projekt vor im Betriebsrat, wenn man jetzt einen, sagen wir mal, wenig technisch affinen Betriebsrat hat, so etwas über dem Durchschnittsalter, der sozusagen eher so skeptisch auf gerade diese technischen Themen schaut, dann könnte es gar nicht so sinnvoll sein, dass man da jetzt so einen jungen Digital Native reinschickt, der ganz begeistert erklärt, wie toll das alles ist, sondern wir haben
da ein fantastisches Erfolgsbeispiel gehört, wo man das eben genau andersrum macht. Also wo man jemanden reinschickt, der auf derselben Ebene ist, der kurz vor der Rente ist und der sagt, Jungs, das ist so hilfreich, so praktisch, so nutze ich das. Das wäre, ist, denke ich, ein super Tipp in dem Umfeld, um wirklich zu sehen, wer hilft denn da besonders mit der Glaubwürdigkeit. Ja. Der vierte Punkt ist das Thema, vierter und fünfter Punkt sind jetzt einfach zwei Dokumente, die man im Rahmen dieser Abstimmung mit erstellt. Das eine ist die Betriebsvereinbarung. Wie gesagt, das ist wirklich eine, das kann so eine A4-Seite sein. Wenn man danach googelt, findet man auch Beispielvereinbarungen. Sie werden auch viele bei sich jetzt im Unternehmen selbst schon gesehen haben. Das ist also eine zusätzliche Vereinbarung, wo man einfach aufschreibt und sagt, im Rahmen der Einführung der Mitarbeiter-App treffen wir folgende Vereinbarung. Ja, das ist zum Thema Push-Nachrichten, das ist zum Thema, was da zum Beispiel auch drinstehen könnte. Ist denn das jetzt Arbeitszeit, wenn man da drin ist? Übrigens bei den Großteil und der Unternehmen, die wir betreuen, ist das keine Arbeitszeit, wenn Mitarbeiter da drin lesen. Und solche Themen würden da mit reinkommen. Der andere Punkt ist die Nutzungsvereinbarung. Das wäre in dem Umfeld die Vereinbarung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter. Das geht vor allen Dingen dahin, dass man sagt, welche Arten von Inhalten zum Beispiel sind denn in der App überhaupt gestattet. Also zum Beispiel würde man da reinschreiben, keine Kundendaten, keine irgendwie anders vertraulichen Daten, natürlich keine Beleidigungen und solche Themen. Das sind auch Dinge, die Sie heute typischerweise schon in Ihren Social Media Guidelines haben. Wenn Sie Guidelines haben für Ihr Intranet heute oder Ihr externen Social Media Gebrauch, die sind mehr oder weniger sehr gut darauf anpassbar in dem Umfeld. Schrittweise anfangen wird wahrscheinlich auch immer wieder als Punkt genannt. Ich kann an der Stelle nur sagen, dass das super Spannende ist, gerade wenn man so ein neues Thema hat, wenn man sich eine Organisation anguckt, die das initial einführt und dann ändert sich eigentlich überhaupt nichts in der Organisation und man geht ein Jahr später wieder hin, dann merkt man, dass alle Beteiligten viel mehr den Nutzwert sehen, also viel mehr diese positive Seite sehen und viel entspannter sind mit den Fragen in dem Umfeld und dürfen wir das und wollen wir das und ist das Freizeit und so weiter und so fort, weil man an vielen Stellen gesehen hat, es passiert nichts Schlimmes. Ja? Und das heißt, so frustrierend das manchmal sein mag, dass man sagt, hey, wir haben so schöne Anwendungsfälle, zum Beispiel, dass ein Kunde sagt, wir würden gerne das Telefonbuch da reinbringen. Und sagten alle, nee, das machen wir jetzt nicht und das ist am Anfang, das ist zu viel, wir wissen es nicht. Und dann macht es manchmal Sinn, wirklich zu starten mit einem kleineren Set. Und von den Erwartungen weiß man, na ja, es ist noch nie optimal. Wir könnten da mehr Dinge drin tun. Aber wir starten mal und schrittweise bringen wir dort neue Funktionalitäten rein. Ja, das gilt bei einer Mitarbeiter-App umso mehr, von unseren Erfahrungen. Letzter Punkt, gerade für das Thema personenbezogene Daten ist es sehr sinnvoll, wenn man sagt, hey, Datensparsamkeit, wir wollen da eigentlich wenige Daten drin haben. Wir wollen auf der anderen Seite aber den Mitarbeiter die Gelegenheit geben, das selbst freiwillig doch anzureichern. Ja, und da kann man Dinge machen, wie dass der Mitarbeiter sein eigenes Profilbild hochlädt. Ja, jetzt bei Staffbase ist es wirklich super einfach. Ich kann ein Selfie machen, ich kann das direkt einstellen, da ich brauche keine Kamera mehr und Bilder hochladen und so weiter. Das geht so einfach. Ja. Das gleiche gilt auch für Profilinformationen. Ich kann Felder definieren, wo ich zum Beispiel Interessen angebe und dadurch oder bestimmte Qualifikationen angebe und ich dadurch zum Beispiel eine Profil- oder Expertensuche ermögliche, die einfach nur freiwillig passiert auf Basis der Mitarbeiterinformation. Das andere Thema ist Anonymität. Das bedeutet, dass man zum Beispiel Umfragen anonym gestalten kann. Und wir selber nutzen zum Beispiel, wir nutzen ja auch Staffbase, wir haben einen eigenen anonymen Meckerkasten, wo Mitarbeiter alle möglichen Fragen reinstellen können. Niemand kann nachvollziehen, wer das gefragt hat. Und dann wird das regelmäßig in einem Management Meeting mit den Mitarbeitern ausgewertet und die Fragen werden beantwortet. Ja? Also das sind Dinge, die, wie ich weiß, der Betriebsrat hier gerne sieht und die jetzt wir zum Beispiel technisch auch da sehr gut unterstützen können. Perfekt. Wer das nochmal in einer Kurzform sehen will, wir haben neben vielen anderen Dingen, die wir so schrittweise auch per Video verfügbar machen, in unserer Staff Basics Reihe,
haben wir ein Video zum Thema Betriebsrat auch produziert, ungefähr 10 Minuten lang. Eignet sich vor allen Dingen, wenn Sie mal so eine Kurzversion vielleicht auch Ihrem Betriebsrat schicken wollen, sagen, hey, guck dir das mal an, das sind so die Themen, das haben wir vor und das ist unser Verständnis, was wir miteinander besprechen können. Also wer daran Interesse hat, gerne einfach mal nach Mitarbeiter-App Betriebsrat, Staff Basics googeln, dann finden Sie das oder hier auch unter der YouTube-Adresse, die hier mit eingeblendet ist. Die Folien werden wir auch mit verteilen, dass die Aufnahme des Webinars werden wir ebenfalls mit zur Verfügung stellen. Also das wird auf jeden Fall in Ihrem Zugriff sein. Und ansonsten bedanke ich mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt noch auf Fragen oder jede Art von Feedback. Vielen Dank.